Hallo zusammen! Wenn ihr euch die neuen Avengers schon angeschaut habt, dann habt ihr euch sicher die Frage gestellt, ob Thanos wirklich solch ein mächtiger Bösewicht sei, dass er kaum zu besiegen ist und man dafür das ganze Superhelden-Team zusammenrufen müsse. Macht euch keine Sorgen, wir verzichten auf Filmspoilers und verweisen lieber auf die Comics. Ach, und ein kleiner Disclaimer. Natürlich ist es so gut wie unmöglich, alle Spielfiguren aufzuzählen, deshalb wählen wir für euch die interessantesten aus. Also, wer von den Superhelden kann Thanos aus dem Feld schlagen? Das werden wir gleich erfahren. Sentry, der Kerl, der über die Stärke von 1000 explodierenden Sonnen verfügt. Wir glauben, er sei ein ebenbürtiger Gegner für Thanos, nicht wahr? Dazu kommen Gedankenübertragung, übermenschliche Geschwindigkeit, Wiederbelebung der Toten, Molekülmanipulation, enorme Kraft. Diese Figur hat doch so viele Kräfte, dass ihre Aufzählung für das ganze Video reichen würde. Kein Wunder, dass Sentry als einer der mächtigsten Superhelden auf der Erde gilt. Allerdings haben wir noch keine einzige Erwähnung über die Schlacht zwischen Thanos und Sentry gefunden. Aber falls so etwas passiert, dann wisst ihr, auf wen wir setzen. Adam Warlock. Warlock ist eine der bekanntesten Figuren aus dem Marvel-Universum, sowie auch ein Mitglied der Guardians of the Galaxy. Im Comicheft Avengers Annual Nummer 7 kämpfen Captain Marvel, die Rächer und Adam Warlock gegen Thanos. Im Kampf benutzte Thanos den Seelenstein, um Warlocks Seele gefangen zu nehmen, aber die anderen Superhelden halfen ihm, sich zu befreien. Adam Warlock war außer sich vor Wut und verwandelte Thanos in Stein. In diesem Zustand befand sich der wahnsinnige Titan einige Jahre lang. Selbstverständlich wurde Thanos später wieder belebt und machte sich wiederum an seinen bösen Sachen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Drax, der Zerstörer. Die Figur, die vielen aus dem Film Guardians of the Galaxy bekannt ist, war in den Comics ein ganz einfacher Mann namens Arthur Douglas, bis seine Familie von Thanos angegriffen wurde. Es ist also nachvollziehbar, dass er dem wahnsinnigen Titan deswegen Rache schwor. Auf der Suche nach dem neuen Helden, der gegen Thanos kämpfen könnte, verpflanzte Kronos Arthurs Seele in einen anderen Körper, sodass Drax entstand. Da Drax der Zerstörer enorme Kraft, Ausdauer und Regeneration besitzt, kämpfte er mehrmals gegen Thanos, zusammen mit Captain Marvel und Adam Warlock. Darüber hinaus wird dieser Kerl durch einen leuchtenden Aura umgeben, die ihm hilft, das Schild Thanos zu durchbrechen und dem Titan erhebliche Schäden zuzufügen. Und dies eigentlich konnte weder Thor noch Hulk tun. Bewundert einfach diese Macht. Eichhörnchenmädchen. Ihr werdet bestimmt lachen und tja, wir auch. Eichhörnchenmädchen? Wirklich? Marvel, geht's dir gut? Oder ist das doch Crossover mit Looney Tunes? Eine solche Superheldin existiert jedoch in der Tat. Sie hat Krallen, einen Eichhörnchenschwanz und ist äußerst fit. Dazu noch befehle ich das Eichhörnchenmädchen... die Eichhörnchenarmee? Was? Okay, ganz ruhig. In der Weihnachtsausgabe der Reihe Great Lakes Avengers GL Xmas Special stößt das Team auf Thanos. Da die anderen Superhelden nicht da sind, entscheidet sich das Eichhörnchenmädchen gegen Thanos zu kämpfen und besiegt ihn. Vielleicht liegt das daran, dass der wahnsinnige Titan seine Gegnerin, die mit Eichhörnchen kommunizieren und sie auch kontrollieren kann, unterschätzt hat. Und das könnten wir auch verstehen. Aber Tatsachen sind ein hartnäckiges Ding und dem Eichhörnchenmädchen ist es wirklich gelungen, Thanos mit Hilfe von kleinen Tieren, Geschicklichkeit und Schlauheit zu besiegen. Franklin Richards. Schaut nicht auf das Alter von diesem Kerl. Seine Kräfte mögen ganz schön ausreichend sein, um das ganze Universum zu zerstören und neue Planeten in seiner Tasche zu schaffen. Und das ist kein Witz. Der Sohn von Mr. Fantastic und der Unsichtbaren ist als Mutant geboren und zeigt von Kindheit an seine hervorragenden Fähigkeiten. Franklin kann nicht nur die Realität und die molekulare Struktur der Materie verändern, sondern besitzt auch die Gabe der Vorahnung. Außerdem ist er ein unsterblicher Telepath mit gut entwickelter Telekinese und der Fähigkeit, Kräfte von anderen vorübergehend zu stehlen und ganze neue Welten zu kreieren. Thanos? Von welchem Thanos sprecht ihr? Phoenix. Ja, die Rede ist von Jean Grey, der sogar ohne Phoenix-Kräfte als die mächtigste Figur im Marvel-Universum gilt. Seitdem sie sich mit der Phoenix Force verbunden hat, übersteigt sie bei weitem andere Mutanten und erlangt vollständige Kontrolle über Materie, Energie, Gedanken und unbegrenzte, übersinnliche Energie. Sie kann sogar die Energie absorbieren, die für künftige Generationen aufbewahrt worden ist. Außerdem kann Phoenix die Lebensenergie erstellen, absorbieren, übertragen und behalten, sich selbst heilen oder sogar Tote wieder auferstehen lassen. Übrigens möchten wir euch daran erinnern, dass im letzten X-Men-Film Jean Grey Apocalypse ohne Mühe fertig gemacht hat. Welche Beweise bräuchtet ihr noch?
Die neuen Fantastischen Vier. Soweit ihr vielleicht wisst, mag sich das Marvel-Verlag die Frage überlegen, was wäre wenn? Zum Beispiel, wie wäre es, wenn allgemein bekannte Figuren im Jahre 1602 gelebt hätten? Genauso handelt What If? Newer Fantastic Four davon, was passiert wäre, wenn die Fantastischen Vier Thanos besiegt hätten. Nein, nicht diese Menschen. Und schon gar nicht diese. Unter diesen vier sind Spider-Man, Hulk, Iron Man und Wolverine. Der wahnsinnige Titan trennt die Helden voneinander und dann hackt ihm Wolverine durch Liz die Hand ab, die vom Handschuh mit Infinity-Steinen bedeckt wird. Bonus. Wisst ihr, liebe Freunde, Superhelden und Superschurken des Marvel-Universums, das ist natürlich gut. Und einige von ihnen können wirklich Thanos fertig machen. Aber wir haben einen anderen Helden gefunden, der sie alle leicht besiegt. Und dann Thanos. Und dann noch T-1000, Sauron, Darth Vader und Voldemort. Seid ihr bereit, sich mit diesem mächtigen Kämpfer bekannt zu machen? Ihr müsst euch darauf vorbereiten. Und hier ist er. Ach kommt schon, das ist One Punch Man. Immer noch keine Vermutungen? Dann empfehlen wir euch, den gleichnamigen Anime anzusehen. Glaubt uns, ihr werdet es nicht bereuen. Und das war's. Bis bald.